Vorspann zitiere ich jetzt Gustav Landauer. Immer wieder wurde er bei seinen Vorträgen gefragt, warum er denn kein schriftliches Konzept dabei habe. Daraufhin hat er geantwortet, wenn ich das schriftlich niederlegen würde, dann wäre es ja eine Schreibse und keine Rede. Original Gustav Landauer. Heute ist Weltgesundheitstag. Tatsächlich. Das Jahr 2020 ist ein Jahr großer Gedenktage. 250 Jahre Ludwig van Beethoven und Friedrich Hölderlin. Noch ein ganz großer ist zu erwähnen. Heute vor 150 Jahren wurde hier in Karlsruhe Gustav Landauer geboren. Veranstaltungen können ausfallen, können verschoben werden, Gedenktage nicht. Wir gedenken hier eines Mannes, dessen Ideen in vielfacher Weise heute noch aktuell sind. Teilweise aktueller denn je. Eine Persönlichkeit, die viel zu viele Menschen noch nicht kennen, mit der zu beschäftigen sich in jedem Fall lohnt. Er war Schriftsteller, Anarchist, Redakteur, Übersetzer, Zeitungsherausgeber, Kulturkritiker, Philosoph, Theatergründer, Sozialist, Dramaturg, Antimilitarist, Mystiker, Gegner des doktrinären Marxismus, Buchhändler, Anarchosyndikalist, ein großer Redner und zuletzt ab 1918 ein Protagonist in der Münchner Räterepublik. Kurze Zeit nachdem er zum Beauftragten für Volksaufklärung, also sozusagen zum Kultusminister ernannt worden war, wurde er brutal ermordet. Das war am 2. Mai 1919. Seine sterblichen Überreste liegen seit 1946 auf dem neuen israelitischen Friedhof in München. Er liegt dort im selben Grab wie sein Freund Kurt Eisner, der Präsident der Münchner Räterepublik, der ja schon im Februar ermordet worden war. Eine kleine Zeremonie heute an Gustav Landauers Elternhaus, Kaiserstraße 104. Die für heute Abend vorgesehene, lange vorbereitete Gedenkveranstaltung im Museum für Literatur. Die Ausstellung über ihn im Kulturhaus Mikado. All das ist nun leider wegen Corona ausgefallen. Aber es gab ja heute Nachmittag eine Ersatzveranstaltung mit Hilfe der Ordnungsmacht. Aber wir müssen diese Veranstaltung nachholen. Und es gibt viel nachzuholen. Besonders in und von der Stadt, in der er geboren wurde. In der er 1888 sein Abitur machte und die er immer wieder besuchte. Wo seine Eltern und Teile seiner Familie dann bis 1938 lebten. Erst jetzt, über 100 Jahre nach seinem Tod, wurde er in die Liste der bedeutenden Persönlichkeiten Karlsruhes aufgenommen. Das ist ein Anfang. Wir sind aber überzeugt, er gehört eigentlich in die erste Reihe. Wer das anzweifelt, sollte sich einfach mehr mit seinem Werk beschäftigen. Zahlreichen Anfeindungen, ständiger polizeilicher Überwachung, Verfolgung und Inhaftierungen zum Trotz hat er uns ein bedeutendes Werk hinterlassen. Wir möchten jetzt hier alte und neue, sehr naheliegende Vorschläge noch einmal klar formulieren. Erstens. Schon lange braucht Karlsruhe eine Gustav-Landauer-Straße in der Innenstadt. Das ist überfällig. Zweitens, eine Gedenktafel am Elternhaus Kaiserstraße 104 ist ebenfalls wünschenswert. In Berlin gibt es seit 1991 eine Gedenktafel und inzwischen auch eine Denkmalsinitiative für ihn. In München erinnert seit 2017 eine Doppelstele auf dem Waldfriedhof an sein erstes Grab dort, das 1933 von den Nationalsozialisten zerstört wurde. Karlsruhe sollte jetzt das Jubiläum zum Anlass nehmen, um Versäumtes nachzuholen. Gustav Landauer hat es verdient. Karlsruhe am 7.04.2020, am 150. Geburtstag von Gustav Landauer, vor seinem Elternhaus, Kaiserstraße, früher Lange Straße, 104, nach 14 Uhr. Dort kam es dann doch noch zu einem, sagen wir mal, einer Ersatzveranstaltung, weil das aufgesprühte Motto, die Worte, die an seinen Geburtstag vorm Elternhaus erinnern sollten, der Polizei auffielen, die daraufhin von den Umstehenden, aber auch tatsächlich Verdächtigen, drumherum immer schon verdächtigen Leuten,
Datenaufnahmen, um dann in einem halbstündigen Wartevorgang doch nicht abklären zu können, ob das jetzt nun irgendwie erlaubt war oder nicht. Jedenfalls wurden wir am Schluss dann noch Zeuge einer vergeblichen Reinigungsaktion. Ein freundlicher Mensch von der VBK, von Harry Block und der Polizei gebeten, den aufgesprühten Text zu entfernen mit seinen Bürsten. Wie gesagt, es handelt sich eigentlich nur um Sprühkreide. Ein Tipp aus dem Museum für Literatur, übrigens, ich nenne jetzt keine weiteren Namen. Der Mann versuchte dann so 10 Minuten lang mit Wasser und den Bürsten das Ganze völlig zu entfernen. Es gelang ihm nicht. Ich behaupte, es könnte jetzt fast noch interessanter sein, weil jeder, der vorbeigeht, da stand doch was. Was war denn das? Aber es war trotzdem eine nette Aktion, die zeigt, dass heute immer noch letztlich Unerwünschtes mit Zahnbürsten vielleicht nicht, aber doch mit der Bürste und Wasser wieder schnellstmöglich beseitigt werden soll. Wir sind gespannt, ob daraus noch was kommt. Ich würde mich freuen, wenn ich von unserer Verwaltung was hören würde. Freispruch oder Schuldspruch?